Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk. Ich habe mir heute Harte Schale eingeladen, beziehungsweise Philipp, aber ich glaube, im Internet kennt man dich als Harte Schale. Das macht auf alle Fälle Sinn. Einen wunderschönen guten Tag. Moin und Servus und guten Tag. Ich freue mich hier zu sein. Dankeschön. Ja, ich habe dich eingeladen, weil wir über deine Hausregelsammlung sprechen wollten. Wer sich ein bisschen im DSA-Forum auskennt, der wird schon das ein oder andere Mal diesen Thread aufgeploppt haben, der schon viele, viele lange Seiten hat und auch Unterforen generiert hat, ein PDF generiert hat und ja schon seit langer, langer Zeit dort ja diskutiert wird. Und du möchtest jetzt das so ein bisschen in die, ich sag mal, finale Phase bringen. Ist das richtig? So kann man das sagen. Wir sind schon seit, also ich und die anderen Mitstreiter, wir sind schon seit fast 2 Jahrzehnten hatten wir schon die ersten die ersten Themen zu diesem Hausregel-Gedanken, und seit 15 Jahren gibt es die erste große umfassende Publikation, wo wir quasi einen Gesamtpatch auf das DSA 4-System oder DSA 4.1-System gemacht haben. Und das ist mit der Zeit immer professioneller geworden, immer weiter angewachsen. Aus rechtlichen Gründen darf ich natürlich, oder will ich auch natürlich auch nicht, und ist es eigentlich rechtlich streitig machen, und habe deswegen quasi als Patch aufgezogen. Möglicherweise kann ich mit Herauskommen der 11-Lizenz das dann als umfassendes Produkt anbieten. Aber was wir schon haben, ist quasi den Komplett-System-Patch als vollfarbige PDF-Datei kostenlos zum Download in einer eher regelleichteren oder mittelregellastigen Version und eines mit umfassenden Regeln. Zusätzlich haben wir schon draußen quasi die komplett überarbeiteten DSA 4 Zauber, das heißt ein Liber Canciones nach dem HS-System und Format, mit zusätzlich allen möglichen Dingen, die es im DSA 4 und teilweise auch DSA 5 gibt, selbst mit Zauberbarten und Charizard-Tänzerinnen und Hexenflüchen und machtvollen vertrauten Tieren. Und was würde passieren, wenn ich einen besonderen Zauberstab aus einem Holz mache, das in einem bestimmten Barbarenkampagnen-Abenteuer vorkommt? An alles Mögliche ist gedacht. Es sind ungefähr 400 Zauber, komplett überarbeitet, alles nach den Designkriterien. Und bald wird sich auch noch dazu gesellen ein komplett überarbeitetes Liberaturium mit allen möglichen neuen auch und überarbeiteten Regeln, Sonderfertigkeit, Liturgien, selbst dann zu solchen Neben- oder bisher eher vernachlässigten Gottheiten wie Xingxie oder Bülmeresch. Okay, also da wird es dann sogar noch in die dunklen Zeiten reingehen. Das Oh waren auf ja. alle Fälle ja viele Informationen. Ich werde das auf alle Fälle verlinken. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach unten in so wie Kommentare oder auch in die Beschreibung mal reinschauen. Da werde ich dann den Link einfach mal setzen. Im DSA-Forum findet ihr den Download, einfach mal runterladen. Ich finde es so total interessant. Also du hattest schon gesagt, gelayoutet wurde. Da hatten wir uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Das ist ja richtig professionell aufgezogen. Du hast auch gesagt, das hat viel Geld gekostet. Das sieht man. Das ist wirklich ein Hochglanzprodukt, möchte ich so sagen. Auch die PDF schon, wenn man das jetzt dann ja gedruckt in die Hand bekommt, das sieht schon mal sehr wertig aus, sehr hochwertig. Das muss ich dir als Kompliment schon mal zurückspielen. Das Problem, was ich jetzt immer habe, ist, ich habe jetzt meine Bücher. 4, du hast jetzt gesagt 4.0, damals vor 20 Jahren gab es ja nur die 4.0, mittlerweile dann noch die 4.1 oder die 5. Und jede Runde hat so seine eigenen Hausregeln. Und das sind vielleicht mal so 5, manchmal sind es 10. Du hast jetzt 100 Seiten in einem PDF. Und generell hast du ja auch schon mal so ganz grob über WDH, WDS, WDA und wie sie alle heißen, die ganzen Wegebände, hast du ja schon mal deine 1000 Seiten. Jetzt möchte ich aber ganz gerne wenig oder so wenig Regeltext wie möglich lesen. Und das ist ja eigentlich, im Prinzip ist das ja auch schon die Antwort. Also ich hatte eigentlich immer so ein Problem damit gehabt, erst die 1000 Seiten und dann nochmal deine 100 Seiten obendrauf. Aber du reduzierst ja schon, und da kannst du gerne nochmal bitte ein bisschen zu ausführen. Genau, das wäre das erste Designprinzip, das nenne ich Reduce to the Max. Und Reduce to the Max heißt hier unter anderem, dass ich den Umfang und vom Regeltext an sich stark reduziere, dass ich alles versuche, möglichst klar und präzise auf wenigen Seiten zu machen. Beim Kampfteil zum Beispiel gibt es die Sonderfertigkeit Wuchtschlag, die jeder kennt, der mit DSA 4-Regeln zu tun hatte. Und wer die Version Wege des Schwertes kennt, der weiß, dass das über ungefähr eine halbe Seite, über eine halbe DIN A4 Seite für ein sehr, sehr einfaches Manöver läuft. Und bei mir sind es, ich denke, 2 Zeilen.
Und wenn du einmal quasi mit diesen Umstieg gemacht hast, dann geht es den meisten Leuten so, dass sie diese 1000 bis 2000 Seiten Regelwerk, je nachdem, was man alles reinzählt, nicht mehr brauchen, außer ganz ab und zu zwischen Sessions zum Nachschauen, wenn sie mal irgendwas noch ganz Spezielles nachschauen wollen oder irgendein kleines Detail, wie das vielleicht im Hintergrund verankert sein könnte und eine kleine Formulierung. Aber im Wesentlichen, die meisten können jetzt schon mit diesem System Komplett-Patch quasi ohne die meisten Bücher auskommen, sobald sie einmal diese Umstellung gemacht haben, und in Zukunft wird man dann quasi komplett ohne all diese tausenden Seiten Regelwerk auskommen können. Und nicht nur ist dann der Regeltext sehr eingedampft, sondern Reduced to the Max beinhaltet auch den Gedanken, dass man die Leistungsfähigkeit von dem, was da steht, und die Zugänglichkeit, das tatsächlich Funktionierende, maximiert. Das heißt, in diesem weniger Text ist aber tatsächlich sehr viel mehr Leistung und Anwendbarkeit. Das heißt, im DSA 4.0 System oder 4.1 System sind es ja so bei den meisten Kampfsonderfertigkeit bei den meisten Manövern, ist es den meisten Leuten klar. Außer Wuchtschlag, Finte, gegenhaltende Meisterparade und vielleicht bei den Parierwaffenkämpfern noch das Binden, gibt es fast keine Kampfsonderfertigkeit, die dann angewendet wird, kein Manöver, das Anwendung findet, weil die meisten Manöver entweder so umständig sind oder so schlecht oder so dysfunktional, dass die meisten Leute es nicht auf dem Schirm haben, nicht benutzen wollen. Vor allem auch öfters mal unintuitiv ist und nicht den intuitiven Annahmen entsprechen. Ja. Ja, okay, also genau das ist auch immer so mein Problem. Klar, also ich habe jetzt die 1000 Seiten habe ich im Prinzip gelesen, nicht an einem Stück, das nicht, aber immer mal wieder über die Jahre hinweg und natürlich immer mal wieder nachgelesen. Aber auch gerade dann, wenn ich für meine Kämpfe einen besonders guten Gegner brauche, wenn man sich dann in höheren Abenteuerpunktebereichen dann aufhält, klar, das Erste, was man sich dann kauft, ist Wuchtschlag und vielleicht kann man auch mal einen Sturmangriff oder man versucht es mal mit einer Finte. Aber gerade wenn du dann auf die höheren Abenteuerpunkte-Niveaus gehst, dann musst du ja schon sehr kreativ werden. Gegenhalten hast du da schon erwähnt als Beispiel, oder wenn man dann mit Windmühlen oder sowas um sich wirft. Das geht mir tatsächlich so, dass ich da, ja, also ich finde es unintuitiv, nicht gut beschrieben, teilweise widersprüchlich formuliert mit Attacke, Parade oder einfach nur Aktion. Alle Aktionen werden verbraucht oder zwei Aktionen werden benutzt. Da gibt es ganz viele Beispiele. Vor allem im Wege des Schwerts bei den profanen Regeln, natürlich auch bei der Zauberei, das wird ja noch komplizierter. Mhm. Aber das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, wenn ich da nicht mehr regelmäßig ins WDS reinschauen muss oder ins WDZ, also die ganzen Wegebände, und du das alles auf den 100 Seiten kombiniert hast, dann würde ich tatsächlich sagen, das macht sogar Sinn, dass man da wechselt, ja. Absolut. Und dazu wollen wir den Punkt auch nicht unbetont lassen, dass wenn du dann einen Windmühlenkötter spielst, er meistens nicht funktioniert, wie er funktionieren sollte. Die Regeln, die da stehen, sind auch kaum so anwendbar, wie sie da stehen, oder machen kaum Sinn, im Spielgeschehen einzusetzen, wie sie da stehen. Das heißt, selbst wenn ich mir einen Windmühlenkämpfer bauen würde, ist der gar nicht so leicht intuitiv anzuwenden, und vor allem, wenn man dann als Spielleiter oder als sonstiger Charakter das mal cool einsetzen will, dann ist das schwer möglich. Und das Gegenteil sollte eigentlich der Fall sein. Du nimmst dir etwas, schaust dir an, und wenn du so einigermaßen verstanden, begriffen hast oder einsetzen willst, dann funktioniert es ungefähr so, wie es funktionieren soll. Okay. Ich habe noch ein anderes Problem mit, vor allem mit Hausregeln. Wenn jemand, ich sag mal, sehr unkreativ jetzt anfängt, Sachen zu streichen oder Sachen zu verändern oder Punktekosten anzuheben, und das ist nicht wirklich getestet, und das ist auch nicht wirklich berechnet, sondern das kommt so aus einem Gefühl, dann bin ich da, vor allem auch als Naturwissenschaftler, als Physiker, als Chemiker, als Mathematiker, Ist das dann noch fair? Also sowohl die Relation zu den anderen am Spieltisch als auch dann zu meinen Abenteuerpunkten, bekomme ich da zu viel, bekomme ich da zu wenig, habe ich da früher mehr bekommen? Und wenn dann irgendjemand, ich sag mal, sehr unkreativ dann Sachen verändert, stößt das bei mir so ein bisschen sauer auf. Wie sieht's bei euch aus mit der Fairness? Das ist der zweite Punkt, den wir groß uns auf die Fahnen schreiben, ist die Fairness-Garantie. Also Ziel ist, dass der Anwender einfach zu Recht ein blindes Vertrauen hat, dass alles balanced ist im System. Und da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Also bis zu einzelnen Punkten bei Manöveransagen. Also wenn ich eine Paradewert von 23 habe und mir einen Vorteil einen Paradewert plus 1 bringt. Selbst das muss quasi auf wenige Abenteuerpunkte mathematisch berechnet sein und ganz viel spielgetestet sein.
alles ist mathematisch äußerst fundiert und durchgerechnet. Und es wird, bevor es nicht mathematisch fundiert ist, von mir gar nicht erst zum Testen rausgegeben. Dann kommen die sehr aufwendigen Spieltests. Das ist dann in verschiedensten Umgebungen, wo das Spiel getestet wird. Und zwar auch in voneinander unabhängigen Runden. Also in der Regel ist das üblicherweise in mindestens 5 Spielrunden, die alle nichts mit mir zu tun haben, nicht mit mir befreundet oder was auch immer sind, getestet wird. Und das über eine lange Zeit. Und jetzt ist die lange Zeit. Fairerweise muss man sagen, ein Verlag hat natürlich die Zeit, dieselbe Menge an Zeit, die sich da nehmen kann. Über 15 Jahre lang alles Mögliche auf Herz und Nieren gesetzt worden. 15 Jahre lang haben Leute Fragen gestellt im Forum und sonst wie. Und für alles wurde eine Antwort gefunden. Und ich denke, zu Recht behaupten zu können, mit einem gewissen Stolz, dass auch nie wirklich etwas Deutliches, nie krasse Fehler gefunden wurde. Und alle kleinen Sachen wurden auf jeden Fall immer weiter nachjustiert. Und ein Kaufsystem sollte es immer haben, dass es alles, was so und so viel kostet, muss auch das ungefähr wert sein. Also zumindest eine gewisse Erwartung an Wert haben, dem es auch entspricht in üblichen Abenteuern. Wenn ich natürlich nur reine Seefahrtsabenteuer habe und spiele da einen Charakter, den ich schwimmen kann und habe kein Schwimmen gesteigert, dann ist das natürlich eine Spezialsituation, aber bei üblichen Abenteuern. Ja, was ich immer ein bisschen schwierig fand, ist, gerade wenn du dann so körperliche Talente hast, wie Sinnesschärfe oder Körperbeherrschung, das wird natürlich unglaublich oft gewürfelt. Und dann hast du aber in der gleichen Spalte, zumindest früher bei 4-4-1, auch Tanzen drin gehabt oder Zechen. Zechen, klar, das kannst du auch gegen Gifte benutzen, aber meistens wird es ja eher so für Alkohol benutzt und dann eher spaßig in der Taverne. Und da stehen ja keine echten Gefahren hinter, im Gegensatz zur Körperbeherrschungsprobe. Wenn du dann irgendwo einen Abhang runterfällst, bist du einfach tot so oder verlierst halt viele Lebenspunkte. Aber auch Tanzen ist halt genau das gleiche Ding. Reiten kann natürlich auch so ein bisschen fluffy sein, aber wenn es auf eine Gefahrensituation kommt, Tanzen ist halt schon das bessere Beispiel. Wie sieht das da aus? Habt ihr das auch angepasst? Oh ja, sehr deutlich. Also Sinnesschärfe hat die Speicherungsspalte Spalte Gustav, also G, und steigert sich quasi 10-mal so teuer wie Tanzen. Tanzen ist A, also quasi, wir unterteilen ganz stark nach, okay, was ist wie viel wert, und diese Steigerungsspalte bekommt es. Und Individualtalente, haben wir das dann genannt als Kategorie, sind die Talente, die quasi wirklich hauptsächlich zum Flair sind und nur sehr, sehr selten irgendwie richtig hart Abenteuer oder überlebensrelevant, und das wäre jetzt beispielsweise dann Tanzen, und die steigern sich auf A, aber nur, wenn man es überhaupt Abenteuerpunkte kosten lässt. Da gibt es ein Konzept, das nennt sich dann aktivierbare Fähigkeiten, das heißt, man schreibt es erstmal aufs Blatt und man kann ausmachen mit dem Spielleiter, mit der Runde, dass man erst die Abenteuerpunkte aufwendet, wenn es tatsächlich mal spielrelevant geworden ist, wo es das Abenteuer auch irgendwie verändert hätte, und ansonsten ist es halt einfach eine Flair-Sache, die da steht. Okay, also da haben wir ganz viel, mit dem ganz feinen kann man alle möglichen Möglichkeiten gedacht, und damit man unkompliziert eine große AP-Vergleichbarkeit hat. Gut, also du hast dann auch so ein nicht nur danach geguckt, wie ist die, ich sag mal, Gefährlichkeit oder die Abenteuerrelevanz, sondern auch, wie oft wird auf das spezielle Talent gewürfelt? Ja, also das und zahllose andere Sachen sind alle eingeflossen. Und durch zahllose Feedbacks, also ich denke jetzt von mindestens einer dreistelligen Anzahl an Spielern, die da irgendwie auf die eine oder andere Weise Feedback haben, einfließen lassen, dann auch auf Herzturnieren geprüft. Okay, super. Andere Frage. Und zwar, wir haben jetzt ja durch beispielsweise Romane oder so etwas den Hintergrund relativ festgezurrt. Es gibt auch Abenteuer, Quellenbände, die mir ein relativ gutes Spielgefühl geben. Was ich dann in der Runde daraus mache, ist ja nochmal was anderes. So, und jetzt kommen aber deine Hausregeln und du veränderst so ein bisschen die Welt. Brichst du jetzt auch mit dem Hintergrund? Genau das Gegenteil sollte der Fall sein. Also ich versuche, den Hintergrund zu entsprechen. Ich versuche es so zu machen, dass es mit der Hintergrund garantiert ist, weil der dritte große Punkt. Wenn ich Regeln spiele, dann bildet es den Hintergrund ab. Also das, was die Regeln ergeben, wenn ich sie ausspiele, führt zu dem, was der Hintergrund dann ohnehin beinhaltet. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass die Antimagie in Aventuren, gibt es sehr viele antimagische Akademien im Mittelreich und Zentralteil des Kontinents sind davon geprägt. Und das sollte sich auch in den Regeln widerspiegeln. Wenn ich einen Antimagier spiele, dann sollte es auch das Gefühl geben, dass es eben wie im Hintergrund ist, dass wenn Magie kommt und die Gruppe bedroht oder unschuldige Bauern bedroht, dass ich dann ein sehr potentes Mittel in der Hand habe und den Vorteil besitze in einer Auseinandersetzung mit einem Schwarzmagier. Und der Anwender sollte quasi wirklich zu Recht blindes Vertrauen besitzen können, dass die Regeln aus sich selbst heraus keine Brüche mit dem Hintergrund erzeugen.
Also wenn da jetzt der Schwarzmagier vor den Bauern steht und dann mit seinem Igniflaxus Höllenstrahl oder sowas ankommt, dann kann ich eben nicht nur meinen eigenen Igniflaxus oder Aquaflaxus gegenwirken, sondern ich kann tatsächlich eben auch in einer kurzen Zeitspanne, die dem Kampf dann eben auch entspricht, den Zauber einfach verpuffen lassen. Das wäre bei 4-1 normalerweise nicht so wirklich möglich. Klar, man hat sowas wie Guardianum, den kriegt man noch relativ kurzfristig hochgezogen, auch mit einem Zauberschild, manchmal auch mit einem Dämonenschild. Da kann ich mit meiner Runde auch ein Liedchen von singen. Aber wirklich andere Antimagie, die richtig abenteuerrelevant ist, fällt mir ad hoc nicht wirklich ein. Und dafür habe ich dann diese ganzen Merkmal-Bannensprüche alle sehr stark vereinheitlicht und drastisch besser gemacht und drastisch einfacher anzuwenden und drüber nachzudenken. Es gibt so eine ganz einfache Faustregel bei diesen Merkmal-Bannensprüchen, zum Beispiel Schadensmagie-Bannen. Ich zahle die Hälfte der Astralpunkte von dem Zauber, den ich bannen will, ist die Ausgangslage, und ich brauche nur eine Aktion oder Reaktion. Das heißt, selbst wenn ich in der Hinterhaltskampfrunde bin und ein Ignis Fero fliegt auf die Gruppe zu, kann ich den mit einem Fingerschnipsen bannen für die Hälfte der Kosten, die es den ursprünglichen Entwickler gekostet hat, ihm zu sprechen. Okay, genau, ja. Mit diesen zwei Kriterien, ich bin immer gleich schnell oder schneller, ich kann immer agieren und ich bin immer billiger und allerhöchstens gleich teuer, ist quasi alles abgedeckt. Damit habe ich immer diese Garantie, immer diesen Vorteil, und es ist auch ganz einfach für die Spielleiter und die restliche Gruppe zu merken. Also gerade während du es auch sagst, mir kam da eine Frage und die wurde dann aber auch direkt schon beantwortet, finde ich tatsächlich relativ gut. Du hast gesagt, das Liber Cantiones ist fertig, soll dann jetzt bald kommen, und das Liber Liturgium ist dann das nächste, woran du arbeitest? Das Liber Cantiones ist schon fertig und publiziert, und wir werden es jetzt aber als noch Vollfarbausgabe demnächst rausbringen. Ja. Also es gibt es schon mit Schwarz-Weiß im Innenteil, und es gibt es auch schon gedruckt und gab es auch schon zu bestellen. Aber jetzt gibt es noch mal in einer Vollfarbauflage. Und wir dann sogar die ganzen Zauber aus den dunklen Zeiten auch noch reinbringen. Ha, sehr gut, ja. Also ich habe ja auch dunkle Zeiten für, lass mich nicht lügen, 2 Jahre auch geleitet. Dementsprechend ist das auch immer also nicht viele spielen das, aber ich freue mich immer umso mehr, wenn an die Leute, die es dann spielen, gedacht wird. Liegt auch natürlich daran, dass die Box mittlerweile nicht so offen mehr im Verkauf ist und dass es auch als PDF nicht mehr zu bekommen ist. Aber diejenigen, glaube ich, die mal dran gespielt haben, die wissen, wie toll die dunklen Zeiten eigentlich sind und dass es eigentlich viel mehr Leute spielen sollten. Es ist auch einer der bestbewerteten Boxen aller Zeiten, so ist es nicht. Ne? Ja. Also es kommt scheiß nicht von ungefähr. Ja, die Garrett-Box ist ja auch unglaublich gut, aber die dunklen Zeiten waren halt, auf wenigen Seiten haben die halt ein starkes Setting etabliert, wo man viel machen kann. Ja, lieber Liturgium soll jetzt kommen, Thema Geweihte. Was hast du denn da geändert? Also du hattest eben von Antimagie gesprochen, wie sieht es aus bei den Geweihten? Was veränderst du da? Auch hier ein radikales Vereinfachen und Anpassen im Hintergrund von allen Dingen, die sie haben. Also begonnen damit, dass die Regeln, also quasi wie viele Modifikatoren habe ich, sind drastisch vereinfacht. Dann Entrückung ist zum Beispiel ausschließlich positiv, regeltechnisch sehr viel einfacher und einheitlicher geregelt. Und man kann es mit einer Sonderfertigkeit, die heißt Mystiker, dann noch besser für den Charakter nutzbar machen. Das heißt, der Charakter noch mehr Vorteile daraus zieht, Entrückung zu besitzen. Die Entrückungsstufen sind zum Beispiel sehr viel klarer, einfacher gemacht worden. Und Dinge, die eigentlich ziemlich selbstverständlich erscheinen, wenn man sie mal gehört hat, wie zum Beispiel, dass ein Sonderfänger die Gemeinschaft der Gläubigen es Priestern erlaubt, toll zusammen Liturgien zu wirken und dadurch in der Gemeinschaft der Gläubigen mächtiger zu sein oder stärkere Wirkungen zu erzielen, wurden eingebaut, und die haben bisher in meinen Augen und in den Augen vieler anderer Leute dann gefehlt. Gibt es da diesen Effekt, dass bei manchen Sonderfähigkeiten, die es im Hausspielsystem gibt, selbst wenn die Leute nicht voll umsteigen, dann dieses Rosinenpicken stattfinden kann, und das ist auch absichtlich so gemacht, wo sie dann sagen, hey, diese einzelnen Aspekte gefallen mir so gut, selbst wenn meine Runde nicht vollkommen darauf umsteigt, ich kann diese einzelnen Aspekte herausnehmen, und ja, diese Gemeinschaft der Gläubigen wäre eine der Sachen oder Mystiker, wo dann wirklich Runden einfach, wenn sie einmal gespielt haben, dann sagen, hey, auch wenn wir nichts anderes ändern, das nehmen wir mit. Ja, okay. Also ich finde das auch schön, dass man dann so in diese mystische Ebene geht. Ich habe auch teilweise viele Sachen aus Myrhanor mit rübergenommen. Liebling der Gottheit und all so eine Sachen.
Ja, und auch, dass man eben mit der Entrückung mehr arbeiten kann. Das war mir zum Beispiel, also die Regeln an sich, ja, sind auch kompliziert, aber wenn man dann eben entrückt ist, dass man dann noch mehr tolle Sachen mitmachen kann, wenn man seiner Gottheit eben weiter verbunden ist. Genau, das sollte absolut möglich sein und es sollte sich absolut erstrebenswert anfühlen, wenn man es hat. Toll, aber eben nicht übermächtig, wenn man in diesem Zustand göttlicher Entrückung ist. Hm. Und in der DSA 4-Regel ist es dann doch eher buchhalterisch, erbsenzählerisch und kleinteilig, dass du theoretisch, wenn du hart nach Regeln spielst, also jede Stunde musst du mitzählen, dass du einen Punkt entrücken jetzt verlierst oder nicht verlierst und wie viele genau du angesammelt hast und wodurch. Und dann hast du noch Proben, die dann erschwert werden, was du auch möglicherweise noch ins Rollenspiel einfließen lassen müsstest und die teilweise dann überwiegen können, wenn du eine ungünstige Gottheit dafür hast. Und das sind auch so Sachen, die sollten überhaupt nicht da sein. Deine Gedanken sollten in diesem Moment als Spieler sein, hey cool, ich habe diese Drückung, ich bin meinem Gott nahe ja. Und jetzt spiele ich das toll aus und ich habe dieses Gefühl davon. Ja. Der Grund, warum ich viele offizielle Sachen leite oder erzähle, ist, damit auch meine Runden vergleichbar sind mit anderen. Ich finde es zum Beispiel super schön, wenn ich jetzt, ich pick mir jetzt einfach irgendwas raus, Borberat-Kampagne. Ich erzähle jetzt die Borberat-Kampagne an meinem Tisch und du erzählst sie an deinem Tisch und wenn sich dann unsere Spieler miteinander treffen, dann können die halt darüber reden, ja, wie war denn das in dem Abenteuer mit Liskom und da und dem Abenteuer mit Liskom und wenn eben dieser Name fällt oder meinetwegen der Name Borberat, jeder hat dann irgendwie ein Bild dazu. Deswegen erzähle ich immer offizielle Geschichten oder offizielle Abenteuer. Wie sieht das jetzt bei dir aus? Ich habe jetzt eine Runde und alle bei uns spielen mit deinen Hausregeln. Und jetzt wollen die sich aber mit anderen Leuten unterhalten. Nicht eben nur über den Hintergrund und über meine Abenteuer, sondern die wollen jetzt meinetwegen auf einer Convention auch mit anderen Leuten zusammen spielen. Und wie sieht das dann mit den Regeln aus? Wenn ist dann der Charakter zu flach? Oder ist er nicht vergleichbar mit richtigen 4.1-Helden, meinetwegen auch mit 5.0-Helden? Bei mir ist es zum Beispiel auch so, 4.1 oder 5.0, ich schmeiß beide Helden aufeinander rein. Jeder spielt mit seinen Regeln, mich interessiert das nicht. Ich erzähle einfach eine schöne Geschichte. Wie sieht das aus? Kann ich mit meinen harte Schale Helden, kann ich mit denen auf einer Convention spielen oder gibt es da Probleme? Damit kann man es ja einfach auf einer Convention spielen. Die Regeln sind absichtlich so gemacht, dass sie abwärtskompatibel und modular sind. Das heißt, du nimmst den Charakter her und du kannst einfach die Teile rauslassen, weglassen oder weniger betonen, die es halt in anderen Regelsystemen so nicht gibt. Aber die Proben funktionieren grundsätzlich gleich, die Manöver sind grundsätzlich auf der gleichen Grundlage. Du hast hier mit dem Reddish zum Max-Gedanken einfach, dass du das alles nimmst, was DSA 4.1 hat und jetzt nur in funktional oder funktionaler umgesetzt hast. Das heißt, da gibt es keine Probleme, die ich jemals da gesehen hatte und ich habe auch noch keinen mit da Problemen berichten hören. Wir waren jetzt erst vor ein paar Wochen auf einer Convention, haben multiplayer Abenteuer geleitet, wo dann Leute auch DSA 4.1, 4.0 und DSA 5 Charaktere hatten und nach einer kurzen, paar wenigen Faustregeln haben wir dann auch hart nach Regeln gespielt. Also nicht nur Erzählregeln gespielt, sondern auch direkt nach Regeln gespielt. Und es hat einigermaßen funktioniert. Und das ist auch absichtlich so gemacht. Ja. Also ich sag mal jetzt bei einem Wuchtschlag oder bei einer Finte wird es da sicherlich weniger Verständnisschwierigkeiten geben, weil alle am Tisch das gleiche Verständnis von einem Wuchtschlag haben. Aber gerade wenn es dann auf die Zauber oder auf die Liturgien geht, auf so spezielle oder komplexe Sachen, da könnte ich mir ja schon vorstellen, dass da zumindest erstmal ein Fragezeichen im Raum steht, wie ich das jetzt umzusetzen habe, wenn ich eben nur deine Regeln kenne. Also das mag sein, aber also ich kann nur sagen, von mir aus, ich habe da noch praktisch keine Probleme gefunden und habe noch von niemandem das Bild bekommen. Wenn es so wäre, dann wäre es noch ein blinder Fleck von mir. Also will ich nicht ausschließen. Ja. Will ich nicht ausschließen, ich bin aber nicht allwissend, aber bisher in 15 Jahren ist mir da eigentlich noch quasi nichts begegnet. Ja. Und meistens ließ sich das auch sehr, sehr gut lösen, indem man einfach sagt, zum Beispiel, hey, schau mal hier, würde es so stehen, wäre es vielleicht in Ordnung, wenn wir es so machen. Und dann ist es meistens so kurz und intuitiv beschrieben, was da steht, dass die meisten Leute sagen, okay. Und wenn nicht, dann kann man einfach auf die DSA 4 oder DSA 5 Regel dann wieder rübergehen. Aber eigentlich ist das ziemlich einfach gewesen. Also bei DSA 5 Charakteren zum Beispiel sage ich die Konvertierungsregel, okay, mach alle Zauberfertigkeitswerte, also da die Fertigkeitswerte von Zaubern mal anderthalb mindestens und setz die astrale Energie etwas hoch und dann ist man schon bei einer guten Tendenz. Wobei man natürlich sagen muss, dass natürlich
Balancing-Lücken bei DSA 5 und DSA 4 gibt es einige Sachen, die offiziell natürlich so wenig funktionieren oder so seltsam sind, dass man dann vielleicht einen Tipp mehr geben müsste oder nachfragen müsste, was ich bei DSA 5 gibt, was ich bei der magischen Analyse, die kostet so viele Astralenergiepunkte und ich nehme an, absichtlich, dass sie absolut nicht verwendbar ist. Und bei DSA 4 gibt es auch mal Zauberspiele, die nicht verwendbar sind, wie von der Antimagie, aber das lässt sich meistens üblicherweise sehr einfach sagen. Was vor allem auch sehr viel Goodwill erzeugt bei Spielrunden, ist dann einfach, dass man eben diesen Vergleich zum offiziellen Aventurium bringen kann. Ja. Das haben auch schon Spieler machen hören und sagen, okay, im offiziellen Aventurium ist es so, Antimagie ist ziemlich stark und sinnvoll und nützlich und das ist es hier auch, ist es völlig in Ordnung. Und dann wird es auch meistens sehr leicht akzeptiert. Also das sind nur die Erfahrungen, die ich sprechen kann jetzt. Ja, ich glaube, man muss auch einfach dann zu dem Spielleiter auf der Convention gehen und sagen, hier, ich habe mit denen und denen Anpassungen gespielt, sollte jetzt aber an der und der Stelle kein Problem sein. Ich glaube, wenn man da ganz offen dann mit den Leuten redet, dann kriegt man das auch im Vorfeld hin. Wie gesagt, ich kann auch mit 4-1 und 5 Helden am gleichen Tisch spielen. Das tut mir auch nicht weh. Also jetzt beim Blocken beziehungsweise bei der Parade, da gibt's halt ein paar Sachen, wo ich überlegen muss, wie ich das dann kombiniere. Aber man bekommt das auch hin, ja. Absolut. Also Punkt 5 wäre dann die Freiheitsgarantie. Das heißt, die Regeln funktionieren egal in welchem zum Beispiel auch Machtbereich ich sie spielen will. Selbst wenn ich sage, ich spiele eine Runde mit Kindern und da hatte ich einen Informatiker mal hier, der gesagt hatte, er hatte das tatsächlich gespielt, also mit wirklich Talent- und Zauberfähigkeitswerten von 0 bis 5, funktioniert es tatsächlich mechanistisch und regelseitig und mathematisch genauso, wie es den Erwartungswerten entspricht. Aber ich kann halt auch hochgehen und bis zu Erzmagiern und Schwertmeistern komplett alles darstellen, bis zum Schwertkönig. Also bis zu den Bereichen, die im DSA 4-Regeln eigentlich mit dem Regelsystem, das es so gibt, nicht mehr wirklich darstellbar sind. Ja. Bei Waffenmeister ist das Ende der Fahnenstange erreicht, aber wenn ich einen Reiter Conjurer abbilden will, dann kann ich den mit den Regeln, wie sie dastehen, eigentlich nicht mehr abbilden. Und viele Erzmagier, die kurz vor dem Stabsalz verhüllter Meister stehen, kann ich mit den Regeln, wie sie dastehen, eigentlich auch nicht mehr abbilden. Und genauso wenig kann ich mit den Regeln sinnvoll abbilden, weil diese Probenmechaniken wie, was ist eine Probe plus Null, das ist eigentlich eine mathematisch gesehen schwere Probe, kann ich zum Beispiel auch eigentlich niedrigstufige Charaktere nicht sinnvoll abbilden und niedrigstufige Charaktere haben auch sehr wenige tatsächliche Optionen. Das meiste funktioniert einfach nicht. Ja. Und auch nicht in dem Maße, wo es natürlich funktionieren sollte. Und hier gibt es die Garantie, dass ich quasi, egal wie niedrig oder wie hoch ich spiele, egal was ich mache, ohne Absprachen, ohne mehr als nur wenig Absprachen treffen zu müssen, das toll spielen kann und groß offene Spielräume habe und auch alle möglichen Sorten von Konzepten funktionieren. Und ich brauche keine Bevormundung, dass ich sage, okay, der Spielleiter muss aber diese ungeschriebene Regel kennen, dass er wissen muss, diese Sachen darf ich zulassen, diese Sachen darf ich nicht zulassen, damit ich eine ausgewogene Gruppe bekomme oder diese Sache ist nicht so gut und ich kann sie eigentlich nicht darstellen. Das gibt's alles nicht. Du hast die Garantie, dass du einen Bereich festlegen kannst, einfach eine Kurzabsprache, hey, wir spielen Charaktere auf dem Niveau von Schwertkönig, Reiter, Konjurer. Und dann sagt man eine AP-Zahl, die Charaktere haben, und dann nimmt man diese AP-Zahl und die Charaktere sind tatsächlich ähnlich mächtig, nützlich und dergleichen. Und absolut spielbar. Also das ist auch so ein Problem. Auch profane Helden, weil profane Helden, gerade in der G7 hast du ja schon mal vorhin angesprochen, wenn ich einen profanen Helden nehme, selbst am Anfang der G7, hätte ich ja, wenn es ein profaner Charakter ist und er nicht Kämpfer ist, dann wäre es eigentlich schon in den ersten paar Abenteuern das vorbei mit der Nützlichkeit. Und da, selbst da hätte man etwas in den Hausregeln, wo man wirklich noch weiterhin nützlich bleiben kann oder das Abenteuer mitgestalten kann. Also das größte Problem, was ich immer habe, ist, dass viele Leute, ich kann nicht erwarten, dass die Mathematik studiert haben, aber so eine 1W20-Probe, klar, das sind irgendwie 5%-Schritte, das kriegt man auch irgendwie hin, aber wenn es dann 2 oder 3W20 werden und dann noch mit einer Talent, mit einem Talentwert und noch mit einer Erschwernis dazu, also auch da mit Gauss-Kurven und Wahrscheinlichkeitstheorie, da hört es auch dann bei mir auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, wenn du dann irgendwie sagst, ich möchte Kinder spielen und alle haben nur Attributswerte von 8 maximal, dann schaffst du ja keine einzige Probe mehr und dann noch kleine Talentwerte, das macht einfach keinen Spaß. Also ich habe das mal gemacht, wir haben tatsächlich mal Kinder in Tobrien gespielt zu Zeiten der G7, also wir waren nicht die G7, sondern wir liefen halt nebenher. Aber das hat keinen Spaß gemacht, weil du eben nur diese Talentwerte von oder Attributswerte von 8 bis 9 hattest, Talentwerte von 1 bis 3, das macht keinen Spaß, du schaffst keine einzige Probe.
Und wenn du sagst, dass das auch angepasst ist und dass das dann eben auch Spaß macht, dann ist das eine große, große Nützlichkeit. Ja, und es gibt auch Sonderfähigkeiten, die schon ganz niedrige Stufe Charaktere nehmen können und die dann auch schon was bringen, die auch in AP-Wert, Kosten-Nutzen auch absolut durchgerechnet sind. Und wie gesagt, also das ist da absolut möglich. Und ich hatte aber dazu noch, gut, ich steige jetzt vielleicht ein bisschen tief in die Mathematik ein, aber ich habe noch mal lange Jahre überlegt, wie kann ich quasi dieses Gauss-Kurven von 3-20 so weiter Problem stark vereinfachen, so weit vereinfachen und runterbrechen, dass es dann möglichst auch verständlich ist für Leute, die nicht so tief in die Mathematik einsteigen. Habe da dann einige Seiten im Regelformat dazu gebracht. Und der Punkt, mit dem ich rausgekommen bin, ist, dass man quasi betrachtet die durchschnittlich verwürfelten Punkte bei einer Probe. Und die kann man tatsächlich mit jedem einzelnen W20 einigermaßen gut sehen. Und da gibt es einfach nur das grundlegende Prinzip zu betrachten, dass ich, je weiter ich weggehe von meinem Eigenschaftswert von der 20 nach unten, desto viel höher werden die verwürfelten Punkte, weil es eine quadratische Funktion ist. Das heißt, der Punkt, wenn ich einen Wert von 19 habe, dann einen Eigenschaftswert von 19, habe ich einen von 20 Fällen, die 20, wo ich einen Punkt verwürfel. Und wenn ich die 18 habe, habe ich einen Fall, wo ich zwei Punkte verwürfel, ist die 20, und einen Punkt, wo ich einen Punkt verwürfel, ist die 19. Und wenn ich dieses System nehme, dann nennt sich die aus der Zahlenreihe und da gibt es dann gut was dazu und es zieht sich auch sonst mit dem Regelwerk durch. Aber auf jeden Fall, da habe ich dann eine kurze Tabelle, wo man sieht, okay, bei diesen Werten verwürfelt man ungefähr das folgende Menge an Punkten. Und wenn du das weißt, bei Eigenschaftswerten, was ich 12 verwürfel ich, was ich zum Beispiel 5 Punkte im Schnitt bei der Probe. Ja. Dann habe ich sofort einen Anhaltspunkt. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Also ich meine, du musst halt dem Spielleiter, der dann da vor dir sitzt oder der dann dein Regelbuch liest, dem musst du halt keine Mathematik beibringen. Das ist ja Quatsch. Aber dass du ihm einfach mal ein paar Erfahrungswerte mitgibst, wenn deine Werte eben 11, 11, 11 sind und dein Talentwert eben eine 5, wie wahrscheinlich ist es? Und wenn du dann noch eine Erschwernis hast, ja, das ist eine super schwere Probe, ich erschwere die um 7, ja, dann bist du irgendwo bei minus 2 mit dem Talentwert, dann ja, okay. Ich finde eben so einfach mal ein paar Beispielwerte, die du damit reinschreibst, finde ich einfach super, super, ja, besser zu verstehen, als, wie gesagt, eine Gauss-Kurve, wenn du keine Mathematik studiert hast oder wenn du ja, meinetwegen auch nicht im Gymnasium warst, ist ja nicht schlimm, dann ist das einfach schwierig zu verstehen. Aber es muss eben fair auch für die Spieler bleiben. Absolut. Und deswegen habt ihr auch eine Mini-Tabelle, wo es quasi einfach vier Zeilen gibt. Und die heißen dann bestimmte Fertigkeiten-Niveaus. Hier habe ich halt definiert, okay, alle Eigenschaftswerte auf 12 und einen Talentwert von so und so viel nenne ich jetzt Tier-1 nach den Tierstufen. Und so bis Tier-5, also Tier 0 bis Tier 5 und dann gibt es Eigenschaftswerte und die und Talentwerte und das ist zugeordnet. Bei diesen Stufen steht da einfach immer dabei, eine Wahrscheinlichkeit, eine Probe erschwert um 10, erschwert um 5, erschwert um 0, erleichtert um 5 und um 10. Und diese Prozentzahlen, die hier stehen, die sind alle immer sehr leicht eingängig zu verstehen. Das ist ein super einfacher und da habe ich extra viel Mathematik investiert, dass man dann sehr einfache Werte hat, die da stehen. Hast du das berechnen lassen oder hast du das selber gemacht? Alles selbst. Ich habe es aber überprüfen lassen, sehr oft. Was hast du studiert? Rat doch mal. Mathe. Nein. Informatik. Aber ich hätte auch nicht. Hätte ich aber beides wahrscheinlich gekonnt. Ja. Ich habe mich dann für Chemie entschieden, aber ich hatte schon immer ein Faible für viele Sachen, auch Mathematik und Naturwissenschaften, aber nicht nur. Ja, also ich habe mit Physik angefangen, Astrophysik und bin dann rüber auf die Chemie und habe dann biophysikalische Chemie oder Quantenchemie gemacht, aber wie gesagt, bei Mathe, also bei der DSA-Probe, ich habe da doch keinen Bock mehr. Da bin ich dann auch raus. Habe ich gesagt, ich habe bald eine grobe Vorstellung davon, wie schwer das ist, aber mich jetzt mit den einzelnen Talentwerten auseinanderzurechnen, das wurde mal im Forum gerechnet und ich habe mir das angeguckt, ich habe das auch verstanden, aber das selber zu rechnen, das wäre nicht meins gewesen. Und genau deswegen habe ich da ganz lange Zeit verwendet für ein, wie kann man das einigermaßen klar und deutlich überhaupt irgendwie aufzeichnen. Da sind viele Jahre drauf gegangen. Aber ja, es sind nur zwei Seiten rausgekommen, aber das zieht sich quasi das gesamte Hausregelwerk durch. Das ist unglaublich viel Arbeit in manche Sachen steckt, damit sie reibungslos funktionieren. Und es ist eben die Sache, wenn etwas reibungslos funktioniert, dann fällt es einem nicht auf. Es fällt einem dann auf. Nur auf, wenn es nicht funktioniert. Ja, richtig. Genau, genauso wie bei der Hausarbeit zum Beispiel, fällt es einem auf, wenn man nicht gekehrt hat, aber es fällt nicht auf, wenn es sauber ist. Okay, dann
kommen wir zu dem letzten Punkt, Vervollkommnung. Du hast jetzt gesagt, wir haben so schöne Sachen wie den beidhändigen Kampf mit zwei Äxten, mich auf den Gegner stürzen oder jemand, der besonders defensiv kämpft, meinetwegen mit einem Schild und das dann eben auch besonders gut kämpft. Der wird ja belohnt mit meinetwegen einer dritten Aktion, auch wenn es keine vollwertige ist, aber eine zweite Parade beziehungsweise eine zweite Aktion, eine zweite Attacke wäre es dann. Und du hast jetzt gesagt, du hast mit deinem Regelwerk auch eine dritte Aktion für jemanden geschaffen, der einhändig kämpfen möchte. Quasi. Also der sechste Punkt ist Vervollkommnung. Und wenn ich kurz ausholen dürfte dazu, was die Grundidee ist. Okay, also ich gehe dann mal nach Steve Jobs oder Henry Ford. Wenn man Leute fragen würde, was sie sich wünschen, dann würden sie antworten, eine schnellere Pferdekutsche. Was sie eigentlich lieber wollen, ist ein Auto. Und nach dem Prinzip versuche ich quasi herauszufinden, was sind die geheimen Wünsche von Spielern und Spielleitern und Spielrunden. Und dann danach gehen, was diese Lücke füllen könnte. Und das wäre hier ein Beispiel, der Kampfstil, dass man einen Kampfstil für einen Einhändkampf hat. Das heißt, man hat keine Parierwaffe, keine zweite Waffe, kein Schild oder für einen Zweihändkampf oder eine zweihändige Waffe, die man führt. Hier beim Einhandkampf habe ich eingeführt die Zusatzaktion Position. Und die hat viele interessante und variable Spielmechanismen. Prinzipiell fasse ich das auf, dass der Einhandkampf so sein sollte, dass man extrem versatil ist, extrem vielfältige Dinge machen kann. Ja. Und diese Zusatzaktion Position kann zum Beispiel genutzt werden, um Manövererschwernis abzubauen. Das heißt, ich kann mit dem Anderthalbhänder-Kampfstil, das ist ja zum Beispiel ein sehr manöverintensiver Kampfstil, das sollte ja zumindest sein, wo ich ganz viele unterschiedliche Manöver einsetze. Und dann sage ich einen hohen Manöveransage an, sie gelingt nicht, und der Gegner könnte mich dann schlagen und ich hätte noch diese hohe Ansage stehen. Und das kannst du abbauen. Bevor der Gegner dran ist, aber ich kann zum Beispiel auch aufstehen in dieser Zusatzaktion. Gleichzeitig werde ich Manöverschwellen abbauen und ich kann gleichzeitig meine Ini maximieren und ich kann gleichzeitig mir den Überblick verschaffen und viele andere Dinge. Das klingt und auch, das klingt zusammen, auch vom Hintergrund klingt das auch gut. Also ich überlege gerade, du hast ein schweres Schild in der Hand, meinetwegen Turmschild oder sowas, du bist da total behäbig und stehst auf deiner Position, oder du hast einen Barbaren, der mit seinen zwei Äxten herumwirbelt und sie dir dann versucht ins Gesicht zu schlagen, und du hast diesen Typ, der steht da einfach nur mit dem Dolch. Und meinetwegen auch nur mit einer leichten Rüstung. Der ist dann super agil, super flink, kann wieder aufspringen, kann um den Gegner rumwirbeln, versucht in die Seite zu stechen. Ich glaube, wenn du ihm dann eine Position noch spendierst, das ist nicht überpowered, aber das ist einfach, ja, weiß ich nicht, also es spiegelt einfach diesen Kampfstil wieder, wenn du ihn dann gewählt hast und wenn du dich dann auf ihn spezialisieren willst. Ja, finde ich super. Genau, und da gibt es auch noch ein paar mehr Layers, wie es immer gibt in Hausregeln. Also es ist dann auch noch so, der Kampfstil ist natürlich auch ein anderer Kampfstil, ist auch nicht der stärkste prinzipiell in Duellsituationen, aber oder nicht der zuverlässigste, das wäre der Schildkampf. Aber er ist halt derjenige, der am unabhängigsten ist von Umgebungsvariablen. Das heißt, im Schildkampf muss ich erstmal Schild an der Hand haben. Im Hinterhalt habe ich vielleicht nicht die Zeit, das Schild zu ziehen, aber einen Dolch oder ein Schwert zu ziehen, die Zeit habe ich immer. Mhm. Oder wenn ich vielleicht nur eine improvisierte Waffe habe, oder wenn ich die andere Hand eine Fackel halten muss und so weiter, oder wenn ich in einer beengten Umgebung bin. Der Einhandkampf ist quasi immer einsetzbar und für ganz ein riesiges Spektrum an Einsatzgebieten. Und was er noch zusätzlich macht, ist, dass er kleine, leichte Manöver, also die Manöver, die diese +4-Erschwernis haben, zum Beispiel gezielter Stich oder Niederwerfen, um 2 Punkte zu erleichtern. Das heißt, ich habe einen großen Anreiz, auch ganz vielfältige, unterschiedliche Manöver einzusetzen. Das kommt zusätzlich noch zu dieser Zusatzaktion Position. Und dann hat man einen total vielseitigen Kampfstil. Und das, also ich bin gerade total, ja, begeistert. Ich glaube, das macht auch gerade für Einsteiger, also noch mal mehr Sinn. Klar, im Endgame sowieso, aber gerade für Einsteiger, gerade wenn du dann dein Manöver ausprobieren willst und auch nicht schaffst, weil deine Kampfwerte an sich noch nicht hoch sind, dann macht das ja schon mal Sinn, dass du da keine Strafen bekommst, sondern da direkt dann auch wieder deine Mali abbaust. Und auch für sehr taktische Spieler. Also du kannst auch diese Regeln, also es ist ein absichtlich auch in der Spieltiefe gehalten, dass du zwar als Einsteiger leicht damit zurechtkommst, also dieses Easy to Learn, Hard to Master Prinzip, was Blizzard ja auch gerne einsetzt, das versuche ich ein bisschen zu kopieren, aber auch, dass du als beliebig erfahrener Spieler niemals deine Skill-Decke erreichen wirst. Weil du kannst natürlich damit auch sehr taktisch agieren und kannst sagen, okay, ich mache jetzt absichtlich eine Manöveransage, die so hoch ist, dass ich sie kaum schaffen kann, aber wenn ich sie schaffen sollte, dann kriegt mein Gegner fast sicher ein richtig der einen reingedengelt, aber wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich nichts verloren, dann resette ich und bin in der nächsten Runde.
Und das Spiel um solche Dinge herum kann man damit auch hervorragend gestalten. Und als fünfter Sonnenfleck im Bunde dieser Kampfstile wäre dann der Zweihandkampf, der nochmal eine ganz eigene, einzigartige Art hat, sich zu spielen. Und der belohnt dann zwei Aktionen Manöver, wenn du wirklich all in geht, und erhöht dabei die Chance auf kritische Treffer, erleichtert diese Manöver, und er lässt die Schadenswürfel neu würfeln und das bessere Ergebnis zählt. Okay, das ist auch nicht stark, ja. Oh ja. Und vor allem, es hat quasi de facto eine ähnliche Siegesbedingung wie diese Mehraktionenmanöver. Auch da konnte ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben mit deinem Format, aber prinzipiell erfüllt es ähnliche Bedingungen, auch wenn es keine Zusatzaktion gibt, sondern quasi den gegenläufigen Weg geht, nämlich dass du sagst, du reduzierst alles auf eine Aktion, aber dieser für viel gefährlicher, viel unberechenbarer für den Gegner. Und der Gegner hat jederzeit das Gefühl, okay, einmal, wenn ich mir zu viel Zeit lasse, wenn ich dem Zeit gebe, wenn ich dem Raum gebe, wenn ich auf Zeit spiele, dann war es meine letzte Kampfrunde. Ich bin gezwungen, durch diesen Spieler, der All-In geht, auch selber All-In zu sein. Ja, das mache ich ja sowieso mit meinen NPCs. Ich will ja die Kämpfe will ich ja nicht in die Länge ziehen. Deswegen, ja, Parade hier, Parade da und keine hohen Ansagen, weil meine NPCs könnten ja scheitern. Nee, ich möchte schnelle, spannende Kämpfe erzielen. Das heißt, meine NPCs meistens verzichten sie auf Paraden, machen hohe Ansagen mit der Attacke, auch auf die Gefahr hin, dass sie scheitern. Aber damit sind meine Kämpfe schneller und spannender. So, und also wenn. Das klingt schon, dass du Alex ein bisschen dem Hilfsmittel bedienst, dass du quasi das System ein bisschen tweakst, weil du weißt, dass da Schwächen hat. Das hat Schwächen, ja, auf alle Fälle, gerade im Kampf. Genau. Ja, das ist so. Genau, und ich kann jetzt sagen, in den Hausregeln muss man das nicht machen. Man spielt die Charaktere quasi so, wie sie im Hintergrund wären. Und die Kämpfe dauern bei mir in den Spielrunden üblich, weil sie nach 5 Kampfrunden sind die Kämpfe entschieden und aller Spätestens nach 10. Es gibt kaum einen Kampf, den ich aus ich gestalte, absichtlich so, dass es jetzt mal. Aber es gibt quasi. An einer Hand kann ich abzählen, wie oft ich in einem Jahr einen Kampf habe, der 10 Kampf oder länger dauert. Ich spiele jedes Wochenende. Ja. Wie lange dauern dann deine 5 Kampfrunden? Ist das dann eine Stunde oder ist das kürzer? Kommt darauf an, wie langsam und taktisch die Spieler spielen wollen. Aber prinzipiell, wenn man es einigermaßen straff spielt, sind es 5 Kampfrunden Kämpfe, kann ich da auch, keine Ahnung, 5 oder 10 Stück in einem Abend durchprügeln. Okay. Also das ist je nachdem auch, wie viel Entscheidungsraum man Spielern gibt und wie optimiert die das machen wollen oder aber prinzipiell, wenn die Leute ihre Konzepte kennen und spielen können, dann ist ein 5-Kampf-Runden-Kampf auch in 10 Minuten, also aber mit taktischer Tiefe entschieden. Also du sprachst ja eben Henry Ford an, nach dem Motto, die Leute wünschen sich schnellere Pferdekutschen. Und ich wusste ja nicht mal, dass es Autos gibt. Also warum soll ich mir ein Auto wünschen? Aber auch das, was du jetzt angesprochen hast, das ist tatsächlich genau das. Weißt du, du öffnest hier gerade irgendwie neue Pfade für mich, wo ich dir so denke, ja, also warum eine Kutsche? Warum eine schnellere Kutsche? Ich setze mich jetzt lieber in das Auto rein. Also das sind so ganz neue Pfade, die sich jetzt dann hier öffnen. Du hast jetzt gesagt, 15 bis 20 Jahre und jetzt kommt auch noch das Liber de Togigum. Ich sag mal, das ist irgendwann abgeschlossen, meinetwegen im Jahr. Bist du dann fertig? Steht das dann alles so? Oder wirst du weiterhin modifizieren? Wirst du irgendwelche anderen Regelbände rausbringen? Wie sieht das aus bei dir? Also ich mache jetzt keine absolut bindenden Versprechen geben, aber bisher war es so, dass der kontinuierliche Prozess und Verbesserungsprozess niemals abgeschlossen ist. Und das heißt einfach ein so reichhaltiges System, es gibt so viele Regeln, zum Beispiel, was ich zu Golems, zu Geistern, zu Konstrukten, dass es immer noch einen Bereich gibt, der von mir nicht geregelt, nicht überarbeitet ist oder wo ich dann irgendwann merke, hey, ich habe es schon gut gemacht, aber es geht noch besser und zwar folgendermaßen. Und es ist natürlich auch immer eine Sache von auch der Ressource Zeit, aber auch der Ressource Geld. Also ich kann natürlich auch nicht, also solche voll designten, Vollfarb, professionelles Layout, das sich dann auch bezahlen und so weiter, das sind Sachen, die kosten natürlich auch Geld. Also das Geld kommt nicht von allein zum Fenster reingeflogen, da muss ich mich schon ein bisschen drum kümmern und deswegen gibt es eine Limitation von Zeit, Geld und anderen Dingen, wo ich dann auch nicht beliebig fertig bin, aber jetzt schon ist mit dem Liber Liturgium sicherlich 95% bespielbar und von allen Dingen, die es überhaupt gibt, von allen Konzepten, die man findet. Also jetzt schon mehr Konzepte spielbar, als die meisten Spieler wohl wahrscheinlich in ihrer Spielrunde in ihrem Leben jemals gesehen haben. Also selbst der, was ich ahne, Geist Tierkrieger, ist jetzt schon in den Regeln komplett abgebildet. Oder die
Scheißer Tänzerin oder auch tatsächlich eine spielbare Version von einem Derwisch. Und selbst wenn er noch irgendwelche Spezialsachen haben will, ist alles schon längst da. Okay. Und in einer Spieltiefe, die dann wahrscheinlich auch schwer, also jetzt wäre ich fast in Versuchung geraten zu spoilern, aber ich mache es jetzt mal nicht. Aber es gibt an der G7 auch bestimmte Punkte, wo bestimmte Gezeichnete bestimmte Sachen machen könnten, die nicht in den Büchern beschrieben sind und kaum ein Forum, aber an die selbst hier schon gedacht wurden, die dann schon teilweise präventiv so geschrieben sind, dass es nicht spoilert, der Regeltext, ja. Aber sobald man es dann liest, dann auf die kommen kann, ach scheiße, das war damit gemeint. Ja, ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Also auch, ja klar, jetzt so Golems oder Geister, Konstrukte, die du eben angesprochen hast, klar, das sind so alles exotische Sachen, wie viele Leute spielen Prabhaka Schwarzmagier oder Leute, die dann kalte Alrix erheben, das ist ja nicht viel, weil es eben auch im Hintergrund gar nicht gewollt ist. Aber dass du auch schon sowas wie einen Derwisch abbilden kannst, das finde ich schon erstaunlich. Klar, so der Krieger und meinetwegen ein Zauberer aus Gareth, das sind so die Sachen, die müssen als erstes da sein, damit es irgendwie spannend für die Leute ist, weil jeder möchte halt irgendwie einen Kämpfer haben und du brauchst einen Magier, meinetwegen einen Heiler. Also da brauchst du ja ganz viele Sachen, die als erstes stehen müssen. Mhm. Und ja, Golems, Geister, Dämonenbeschwörung. Gut, Dämonenbeschwörung vielleicht ein bisschen wichtiger noch, oder auch Djinne und Elementarbeschwörung. Aber ja, Golems würde ich tatsächlich auch ganz weit hinten einsortieren. Aber dass du Derwische schon drin hast oder Charizards Zaubertänzer, das ist schon beachtlich. Also es ist Dämonen, Djinne, Golems, Untote, Chimären, ist alles schon drin. Nur ich kann mir vorstellen, dass ich es noch besser machen kann, wenn ich genug Zeit und Geld dafür habe. Ja. Aber drin ist es schon, und auch da kann ich quasi jeden offiziellen Dämon auf diese Art und Weise dann abbilden. Aber es ist natürlich jetzt noch nicht in der Detailtiefe oder dem Umfang, wie ich es dann vielleicht machen könnte. Gut. Nehmen wir an, ich bin jetzt total gehypt. Ich lade mir jetzt dein Regelwerk runter, beziehungsweise ich kaufe mir dann die Druckversion. Kann ich bei dir mitmachen? Wenn ich jetzt vor allem meine Zeit investiere, du hattest gesagt, wir haben da Proberunden, fünf Testrunden. Kann ich da jetzt mit meiner eigenen Gruppe am Spieltisch dir meine Erfahrungswerte mitgeben? Wie mache ich das am besten? Wir haben einen Discord, den wir bestimmt verlinken können, und man findet mich im dsaforum.de auch sehr häufig, und bei beiden kann man mich hervorragend erreichen. Ansonsten gibt es auch noch viele Leute, die im Regelwerk mitwirken, die man auch sehr gut erreichen kann. Gut, das heißt, einfach im Discord mal reinschauen, werdet ihr auch schön begrüßt. Das heißt, da kann ich dann auch aktiv Fragen stellen oder aber meine eigenen Erfahrungen mit einbringen. Jederzeit gerne, und meistens werden sie oft dann ausgiebig mit diskutiert. Super. Ja, das war ein super schönes Gespräch, fand ich. Mir wurden die Augen geöffnet. Deine Anekdote mit Henry Ford oder Steve Jobs, die hat es tatsächlich. Das ist eine gute Anekdote. Dankeschön, Frosty. Ja. Ich glaube, an der Stelle können wir es dann mit dem ersten Eindruck vom Regelwerk beenden. Schaut selber rein. Ich habe wieder so ein paar Sachen verlinkt, beziehungsweise dann euch auch schon gezeigt im Video. Da konntet ihr die ein oder anderen Seiten dann erkennen. Und schnuppert einfach mal rein. Dankeschön. Tschüss, und hoffentlich sehen wir uns bald zusammen bei Herrschaftsausregeln. Ja, sehr gut. Bis dann. Ciao. Ciao.